Und Steen, zum Punkt 2, was genau ist Vertrauen, komme ich gleich und möchte begründen, warum Vertrauensaufbau und insofern auch positive Manipulation von großer Bedeutung sind und völlig legitim. Weil alles in eurem Leben basiert auf der heutigen Technik. Alles, ausnahmslos alles. Alle Entscheidungen, alle Bewertungen, alle Gefühle, auch die Schmerzen. Und stellt euch nur mal die Frage, was wäre, wenn ich mit diesem Edding, nehmen wir mal an, das sei ein Zauberstab, was könnte geschehen, wenn ich mit diesem Edding dafür sorgen könnte, dass mir jeder 100% vertraut? Was übrigens Menschen ganz von selbst permanent tun, und ich werde auch gleich erklären, warum das gefährlich ist. Aber wir wollen einfach nur mal so tun, als würde die Mutter der Manipulation in diesem Stift vereint jetzt ihre volle Wirkung entfalten. Mikrofon? Fangen wir an bei Thorsten. Was würde geschehen, wenn ich diese Macht hätte, deinen Geist mit diesem Stift so zu manipulieren, dass du mir vertraust? 100% im entsprechenden Kontext, egal um was es jetzt gleich gehen kann. Was denkst du? Während du ins Mikrofon schon sprichst, nachdem du deine Antwort zusammengesucht hast. Hat schon jemand eine Idee, was passieren könnte? Also ich würde sagen, die würde jeder haben wollen. Das ist schon okay. Ja, dass sie die jeder haben möchte, diesen Zauberstab. Ja, aber was passieren könnte? Ja, ich würde. Dass ihn jeder haben möchte, ist klar. Wer will? Wer will? Ja. Nur mal angenommen. Wer möchte gerne diesen Zauberstab, wenn er wirklich funktioniert? Da gibt es ein paar Zögerer. Und deshalb stelle ich nämlich auch diese Frage. Deshalb stand der Begriff Vertrauensaufbau gleich Manipulation am Anfang des heutigen und des morgigen Trainings. Ich hätte eine gewisse Macht. Eine Macht, richtig. Wer fühlt in sich einen kleinen Widerspruch, einen Widerstand, wenn er nur den Gedanken äußert, dass er diese Macht besäße? Anders gefragt, was hast du denn für Glaubenssätze über Macht? Etwas zu besitzen, was andere auch haben möchten. Ja, das ist sehr positiv. Ich kenne viele Menschen, die fürchten sich vor Macht, lehnen sie ab und lehnen auch Menschen ab, die Macht besitzen. Und das ist eine Macht, die Macht der Sprache. Und weil viele von euch zu Recht Erfahrungen gemacht haben, dass Macht eben oft missbraucht wird, sind es viele Verkäufer, die einen Beruf ausüben, in dem Macht eine wichtige Rolle spielt. Die Macht der Worte, die Macht der Stimme, die Macht der Bilder, die Macht der Rabatte, die Macht der künstlichen Verknappung, die Macht des initialzündenden Verkaufs oder der Entscheidung, die Macht der Verknappung, die Macht der Farben und der Töne, der Sexualität, alles ist Verkauf. Und wenn ich mir überlege, dass viele Verkäufer Glaubenssätze in sich tragen, Macht kann schnell missbraucht werden. Macht ist grundsätzlich negativ, weil sie unterdrückt andere Menschen. Zu viel Macht verändert den Charakter. Das sind alles die kleinen, Stefan eben, die kleinen Wildkräuter, die im Verkäufer dafür sorgen, dass er sich gar nicht mit dieser Technik auseinandersetzen möchte. Er möchte zwar rational, dass ihm vertraut wird, aber er möchte damit nichts zu tun haben. Am besten ist es, wenn der Kunde selber sagt, so, ich lege all meine Selbstbestimmung ab und begebe mich freiwillig vollkommen wie ein Schäfchen in deinen Schoß, dann kannst du dich weiterhin glücklich fühlen, lieber Verkäufer.
dann bist du ja nicht schuld, dass ich unterschreibe. Dann kannst du auch keine Macht missbrauchen. Warnung: Wer diese Technik beherrscht, besitzt Macht, große Macht. Dass wir das zunächst richtigstellen, ist wichtig, damit die innere Bereitschaft kreiert wird, dieses Instrument zum Guten einzusetzen. Ich könnte euch auch einen Hammer geben und es finden sich bestimmt 2, 3, 4, die damit jemanden erschlagen möchten, sofern es nicht unter Strafe stünde. Also die Frage stellen wir uns bitte nicht, aber kann man das nicht zur Manipulation, zur negativen? Ja, kann man. Du kannst damit bedauerlicherweise, oder sagen wir besser, wir reframen das jetzt mal, glücklicherweise kann man mit diesem Werkzeug auch Menschen schaden. Das ist der Beweis, dass es funktioniert. Das machen nämlich viele Menschen, die überprüfen die Wirksamkeit einer Methode immer anhand dessen, was kann sie denn alles anrichten? Ist der Hammer auch wirklich gut genug? Ich dresche den Nagel da rein und, weißt du was, ich habe so einen geilen Hammer. Ich kann damit alles kurz und klein schlagen. Ja, das brauche ich auch, das Werkzeug. Da spielt der Nagel, also der Nutzen, gar keine Rolle mehr. Konzentriert euch auf die positive Seite, auf die Möglichkeiten. Und weil ihr verantwortungsvolle Menschen seid, habe ich überhaupt keinen Schmerz damit, euch mit diesem Werkzeug ganz und gänzlich auszurüsten. Und ich sehe auch niemanden, dass er das missbraucht. Gut, ich kann es nicht sehen. Ich wünsche es mir. Was genau ist nämlich Vertrauen? Die Macht, andere Menschen zu einer Handlung zu bewegen oder sei es nur zuzuhören, den Mund zu halten, Fragen zu beantworten, etwas zu fühlen, sich etwas vorzustellen oder dann etwas zu tun oder zu lassen, stützt sich einzig und allein auf den Grad des Vertrauens in dem Moment, im Kontext auf die jeweilige Situation und auf die Umgebungsvariablen. In dem Moment, in dem ich einem Kunden gegenüber sitze, brauche ich eine bestimmte Art von Vertrauen. Habe ich das in einer bestimmten Intensität, dann bin ich erfolgreich. Und Vertrauen ist relativ simpel erklärt. Wissenschaftlich gesehen könnte man jetzt einen monatelangen, hochspezialisierten Vortrag halten. Wir machen es ganz einfach. Vertrauen packen wir mal in diesen grünen Kreis. Das ist 100%. Frage an euch. Gebt mal das Mikrofon so ein bisschen durch. Nehmen wir ihn. Dein Schild sehe ich nicht direkt. Was du kannst? Bist Mario, Uwe, Klaus? Nico. Nico, alles klar. Genehmigt. Nico. Nico, ganz ehrliche Frage. Du hast eine Frau? Zu wie viel Prozent vertraust du ihr? 100. Echt? Wieso nicht zu 99? Nö, zu 100 eigentlich. Eigentlich. Das heißt, da gibt es Bereiche, wo du sagst, ja gut, 60. Sag mal, wieso sagst du gleich, ja, zu 100? Uns geht's ja allen ähnlich. Wie wurde von dir früher verlangt, dass du die Aufgaben erfüllst? 99%ig oder 100%ig? 100, ne? Auch 100. Überall extrem, voll erfüllt. Wow. Was würde denn passieren, wenn du deiner Frau nur zu 99% vertrauen würdest? Gib mal so einen kleinen Einblick in die Zukunft, in die mögliche dramatische Entwicklung, lieber Nico. Wird es vielleicht immer weniger? Es wird immer weniger. Das heißt, entweder wir haben volles Vertrauen oder auch wenn nur 1% fehlt, heißt es automatisch untergehende Sonne. Das ist die Sollbruchstelle in den Beziehungen, die wir zu allen Menschen führen, oder? Nämlich, was ist denn, was bedeutet denn, Mikrofon 1, was bedeutet denn dieses fehlende 1%? Was könnte das bedeuten? Frage an dich, während du schon, was könnte das fehlende 1% bedeuten? Was repräsentiert dieses 1%? Der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende. Welchen Namen trägt das Ende? Fängt mit Miss an. Misstrauen. Misstrauen. Und ihr wisst genau, wie Vertrauen entsteht. Glaube etwas stark genug, dann kannst du vertrauen.
Und Vertrauen ist nichts anderes wie die Summe aller Glaubenssätze in Bezug auf eine bestimmte Situation, auf eine Entscheidung oder Person. Halt, bleib beim Mikrofon. 1% Vertrauen ist der Anfang von allem. Das baut sich auf, das wächst. Niemand kommt zur Tür herein und sagt, wow, mir geht's total gigantisch. Was ist das für ein Raum, lieber Verkäufer? Wo darf ich unterschreiben? Ich fühle mich total benebelt. Haben Sie noch mehr Räume? Dann hole ich meine Kumpels. Nein, das wächst. Und genauso entsteht auch Misstrauen. Es nimmt Gestalt an, wenn die Sollbruchstelle ausfindig gemacht wurde und sei es nur ein kleiner Gedanke, 1%. So ticken nun mal die Menschen, weil sie sicherheitsbewusst sind, wäre jetzt die technokratische Erklärung. Vertrauen, 100%. Bleiben wir bei ihm. Nee, geben wir das Mikrofon eins weiter hinten. Das schönes blaue Hemd. Peter. Thomas. Thomas, hast du auch eine Frau, ja? Eine Lebensabschnittsgefährtin. Okay. Und zu wie viel Prozent? Du weißt schon. Sieht die das? 100. 100. Er vertraut ihr voll und ganz. Ist ja auch in Ordnung. Jetzt erkläre ich euch, wo der Schlüssel liegt, dass Vertrauen überhaupt entstehen kann. Wie lange kennst du sie denn schon? Gut 10 Jahre. Gut 10 Jahre. Wie viele Jahre liegen noch vor euch? Ich hoffe viele. Sag mal eine Zahl. Schätz mal. 30. 30 vor euch. Wie viele Jahre liegen denn vor eurer Beziehung? Über 40. Über 40. Das heißt, euch fehlen 70 Jahre Beweise und Erfahrungen. Toll, dann können wir von diesem Kuchen ein bisschen abschneiden. Zack, bleibt übrig dieser Teil. Ja, wie viele Stunden am Tag beobachtest du sie denn? Nicht so viel. Nicht, du siehst sie nur gelegentlich, ja, so wie es gerade passt. Okay, könnte man sagen, dass 80% des Tages, einschließlich der Nacht, hörst du und siehst du nichts von ihr. Entweder hast du die Augen zu, die Ohren zu oder bist nicht da. Richtig? Ja. In der Zeit hätte sie ja die Möglichkeit und die Gelegenheiten, sich anders zu verhalten als so, wie du es gerne siehst in deinen Sehnsüchten, Träumen und Wünschen. Stimmt's? Theoretisch. Oh, ein großer dunkler Fleck tut sich auf. Ah, wie viele Worte, die sie spricht, erlebst du live? Auch entsprechend weniger, weil man sieht sich ja nicht so oft. Das heißt, wenn ihr euch schon seht, gibt es wieder einen Punktabzug, weil nicht alles, was sie sagt, kann und wird von dir mitverfolgt. Okay. Jetzt noch eine andere wichtige Frage. Wie heißt sie mit dem Vornamen? Evi. Oder Evi. 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 Wenn du dir Evi so anschaust, in dem Bereich, der noch übrig bleibt, der möglichen Informationen, die du über Evi besitzt. Welches Land bereist sie denn am liebsten? Wo es warm ist. Wo es warm ist. Wie heißt das Land? Es ist fast überall warm, wenn man es genau nimmt. Mal Karibik. Und wo genau? Da wird es schon schwierig, stimmt's? Ja. Bei den einfachsten Informationen stellen wir fest, wir wissen gar nicht oder so gut wie nicht über Menschen, mit denen wir schon 10 Jahre zusammenleben. Es beschränkt sich auf ein Minimum der Informationen. Wir können also auch noch diesen Teil subtrahieren. Was übrig bleibt, ist ein verschwindend geringer Teil dieser 100%, den ich hier rot markiere. Das sind unsere Informationen, ob die jetzt richtig sind oder nicht, dass die natürlich noch durch Filter laufen und interpretiert werden. Das lassen wir mal beiseite. Wir nehmen es ganz rational, technokratisch. Ist es da, die Information, oder ist sie nicht da?
und die, die vorliegt, die wollen wir nicht weiter anschauen, dann müssten wir vermutlich noch einen Abschlag, einen kräftigen Abschlag davon vornehmen. Sag mal, bist du verliebt? Fühlst du dich gut, wenn du bei ihr bist? Ja. Und sicher und geborgen, ja? Sag mal, ist das nicht ein bisschen riskant, dass du auch die ganzen Entscheidungen, die du triffst für diese Beziehung, wie du dich entwickelt hast, auf was du verzichtest, was du plötzlich tust, welche Interessen du und was du und wie oft du sie aus dem Auge lässt, bei diesen geringen Informationen, ist das dann nicht ein wenig unvorsichtig, zu 100% zu vertrauen? Das ganze Leben ist ein Risiko. Hast du ihr das schon mal so gesagt, dass sie ein Risiko darstellt? Nein. Warum? Weil ihr Vertrauen darunter leiden würde. Was machst du also? Du machst was ziemlich Cooles und das machen alle Menschen. Überall. 40.000 Angebote müssten geprüft werden, um dir, lieber Versicherungsanbieter, wirklich zu vertrauen. Ich müsste mir erstmal alle Car-Hi-Fi-Läden anschauen, um zu schauen, bist du wirklich der Talentierteste, der mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, der mit der größtmöglichen Garantie, Haltbarkeit, Zufriedenheitsdauer und so weiter und so fort, habe ich wirklich das beste Klangerlebnis, das ich haben kann, wofür ich mein gut und sauer verdientes Geld auf den Tisch lege. Das ist die gleiche Frage. Hast du die beste Frau, um dich so verhalten zu können, wie du dich heute verhältst? Nämlich 100% zugeneigt. In dem Vertrauen, dass der Rest, der fehlende Rest, stimmt. Und bei dir wäre das der fehlende Rest, dass alle anderen Anbieter schon schlechter sind, so wie der Verkäufer gesagt hat. Und ich hier am besten aufgehoben bin. Denn das ist es doch, was die Kunden gerne möchten, sich selbst oft gerne einreden und was Verkäufer versuchen zu proklamieren. Ist es so? Sind wir uns bis hierhin einig? Prima. Was Menschen nämlich tun, sie ergänzen den fehlenden Teil der Informationen durch was? Wer weiß es? Um auf 100% zu kommen? Glaubenssätze. Sie müssen das glauben, ob sie wollen oder nicht. Glauben sie es nicht, sind wir bei 99% oder 70 oder 60. Und was ist die Folge? Scheidung, keine Unterschrift. Oder Trennung in deinem Fall. Das heißt, Vertrauen ist nichts weiter als die Summe allen vermeintlichen Wissens zusammengefasst und in der Hauptüberschrift Glaubenssätze oder Grundüberzeugungen genannt, die ich als Subjekt oder Objekt einfach hernehme, ergänze. Ich vergleiche das mit den Fakten, mit den paar wenigen gesammelten Fakten, mache mir da meinen sprichwörtlichen Reim und weil ich nicht schnell genug Sex haben kann und verliebt sein möchte und diese und jene Gefühle haben möchte, bin ich ganz schnell dabei zu sagen, ach komm, scheiß drauf, das passt schon und ergänze das, weil ich glaube, Frauen, die so angezogen sind wie die, Frauen, die das denken wie hier, die dieses kleine Element ja so und so machen und die hier und da und da und da und HK-Hi-Fi-Typen, die so aussehen wie der Mensch, du, da mache ich da mein Geld klar, da lege ich meine Unterschrift aufs Papier, das passt schon. Und wir brauchen 100% und wir wissen, jeder Kunde wird von uns manipuliert. Nichts anderes ist es, wenn du diesen fehlenden Bereich der noch möglichen Informationen, Klammer auf, Beweise, Klammer zu, wenn du dem Kunden sagst, ach weißt du was, komm, unterschreib bei mir, verlieb dich in mich, den Rest brauchst du gar nicht kennenzulernen, das passt schon. Hier bist du gut aufgehoben. Ich verrate dir zwar nicht, dass du nur 10% der möglichen Informationen hast, weil dich das wieder unsicher machen würde. Ich manipuliere! Automatisch! Versteht ihr, dass der Verkäufer gar nicht ohne Manipulation leben kann? Dass das Leben gar nicht ohne Manipulation stattfinden kann, denn sonst gäbe es keine Liebe, sonst gäbe es keinen Sex, sonst gäbe es keine Vervielfältigung menschlicher Gene. Und unsere Rasse, unsere Spezies, ihr wisst schon, was ich meine, ja? Die ganzen humanitären Elemente.
Möglicherweise wären wir die Einzigen in diesem Verkaufstraining, die den Planeten bevölkern. Seht ihr, welche Bedeutung das hat? Also, zusammengefasst mit einem Satz, Vertrauen ist die Summe aller Glaubenssätze, die den Teil des möglichen Wissens ergänzen, der eben immer und überall jedem in jeder Situation zwangsläufig fehlt. Denn was würde geschehen, wenn du alle Informationen über Evi sammeln würdest, um wirklich sicher zu sein, das ist meine Evi? Wie würde dein Leben aussehen? Beschreibe es in einem einzigen Satz. Ich wäre sicherlich sehr erstaunt. Wenn du alle Informationen sammeln würdest, bevor du dich auf Evi 100% einlässt. Dann ist das Leben rum, wenn ich alles kenne. Ja! Du bist tot! Na gut, Evi vielleicht noch nicht, aber du! Denn du hast den meisten Stress. Oder sie würde dir davonlaufen. Vertraust du mir nicht? Liebst du mich denn nicht? Einverstanden? So verrückt ist das Leben. Und so un-